So, willkommen beim zweiten Play vom Let's Play der Geisterwelt. Wir sind jetzt hier hinter der nächsten Zwischensequenz. Das Hausbau hat uns wieder die Hucke vollgelabert. Was war hier noch? Eine kleine Sprungpassage für. Ah, Wundstein. Also, an Geld mangelt es hier definitiv nicht. Also da sind die sehr freigebig mit. Da aber Flameslinger schon schweinereich ist, soll es mir egal sein. Sind unsere Fahrkarte hier raus, Skylander. Aber Moneybones Truppen haben den Ausgang versperrt. Ja, das ist eine Seepassage, die kann ich leider nicht spielen. Da wir noch kein Seefahrzeug haben, aber das werden wir euch nachliefern. Versprochen. Bin ich auch echt mal drauf gespannt. Ich kann es ja auch mal verraten, Christi ist gerade nicht da. Ich habe eigentlich vor, das mit Gilbrand das Pack zu holen. Ich habe gesehen, das ist zurzeit bei einem großen Versandhaus im Angebot. Und das würde ich eigentlich gerne nutzen. Ey, scheiß Shoppies. Mal gucken. Vielleicht eine Überraschung für Nikolaus. So, Persephone, hallo, alte Kante. Flameslinger müsste eigentlich schon lange, lange alles haben. Ja, ja, hat er. So. Wie sind denn überhaupt? Ach, sogar 20. Ey, alter Falter. Das ist doch schon aus. Nochmal, so, weiter geht's. Da sind wir. Ah, da sind zwei von diesen Viechern. Es war jetzt eigentlich nicht der Plan, beide aufzuwecken, aber gut. Ich kämpfe einfach mal. Ich nehme ein bisschen Schaden, ist egal. Oh, gepanzerte Chompies mit einem Schuss? Ey, alter Falter, nicht schlecht. Dennoch hätte ich jetzt gerne ein bisschen Essen, weil Flameslinger möchte ich jetzt nicht unbedingt auspowern. Ah, ich werde erhört. Yam yam. Bam bam, gib mir yam yam. So. Was ist das denn hier? Komisch. Jetzt muss ich mir wieder über den Kopf denken. Was ist das, wenn ich da hingehe? Essen? Ein schönes Gelee-Törtchen hier. Da will ich aber jetzt noch gar nicht hin. Hier sind. Ah, es wäre. Ja, du Hund. Stirb einfach. So, ach, da kann man mit den Fässern dann diese Bildschirme zerstören. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Was ist das denn hier? Ah, ein Schlosswechsel, okay. Die sind ja voll witzig gemacht. Aber man muss auch sagen, dass diese Schlossrätsel doch arch. Arg simpel gemacht worden sind, wie ich finde. Also waren die Schlossrätsel in den Vorgängerteilen teilweise von einem ganz, ganz anderen Kaliber. Das ist eigentlich mehr Spaß hier. Also wenn ich da an Spyro's Adventure denke, Giants teilweise auch, Swap Force. Ey, das war schon ein bisschen was anderes. Also da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Es war ganz geckig hier mit diesem Motor, wenn man so will, aber wie man sieht, ich brauchte einfach nur durch. Passieren tut da nichts. Ich werde nicht zurückgesetzt und nichts. Also das ist ein bisschen. Nicht so dolle.
könnte sogar den nächsten Portalmeister geben. Mal gucken. Ah, haben wir ihn? Oh, ganz knapp verpasst. Das kann aber echt nicht viel gewesen sein. Was noch mal? Ah, da ist der Portalmeister auf jeden Fall. Geht doch schon gut voran. Baleine Kraft, was nehmen wir? Sehgewicht. Halten einen Bonus auf ihr Gewicht. Hm? Land. Christi will alles in Land donnern. Was der Bonus auf das Gewicht bringt, ist mir allerdings jetzt nicht klar. Wenn das jemand weiß, schreibt es mal rein. Könnt ihr mich mal ein bisschen schlauer machen und aufklären? Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. Aua. Wow. Eine nette Kiste hier. Okay. Dafür hat sich der Schaden durchaus gelohnt. Ich denke mal, ich muss da durch. Ah, die Wunde auch noch. Ja, wollte ich nur sagen. Die werden immer abwechselnd geschossen. Brett. Ah ja, da sind wir. Okay. Dann gehen wir weiter. Normalerweise kündigen diese Dinger ja eigentlich immer einen Kampf an. Wir werden mal versuchen. Hier die Dinger zu zünden. Feuerwehr! Juhu! Oh, da haben sie noch einen Bonus. Du Sack, du wirst jetzt sterben. Und ich auch. Ja? Was ist Schompies? Ah, da haben wir noch eins. Eins haben wir nicht gezündet. Noch ein Gegner hier, ey. Hau ab. Und keine Gegner. Habe ich noch ein Fass? Mal eben gucken. Jetzt sind wir das auch noch. Einfach hier rüber. Hier noch was zum Sprengen? Nein. Man sieht, kann man so die Bildschirme zerstören. Ich tippe drauf, wenn man es schafft, alle Bildschirme zu zerstören, dass man dann dafür irgendwie so eine Bezeichnung bekommt. So, kleine Rennpassage. Auf geht's. Let's streak im Einsatz. Na, gar nicht wahr. Wir kommen zum Endfight gegen Moneybone. Suite war ursprünglich nur für einen Gefangenen gedacht. Aber guck mal, was Christi dazu sagt. Platz, er lacht sich kaputt darüber. Okay. Nein, mein Papa hat mich ausgekitzelt. So, Moneybone, du hast einen fetten Roboter. Ich habe Hotstreak. Mal gucken. Letztes Mal haben wir da ein bisschen verkackt. Rough Moneyball. Wenn du auf ein Duell aus bist, Skylander, dann sollst du eins bekommen. En garde und motorenlos. Genau so. Ich kontrolliere die Vertikale und die Horizontale und alles dazwischen. Viel Schaden zu machen geht. Also, diese Welle teleportiert ein. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier wird man geschossen, da muss man ausweichen, bis sich da so ein Portal öffnet, wie man das sieht. Da rein und gib ihm direkt wieder. Versuch doch mal in die Fußstapfen zu
The Moneyball haut schon ab. Mr. Money Penny hier. Das ist über Kopf, das. Wo bin ich denn jetzt überhaupt gerade? Habe ich schon ganz gut runtergekriegt, aber ich fürchte, dass Flameslinger das dennoch nicht überlebt. Wie gesagt, Flamey ist tot. Ich gebe mit meinem Papa jetzt einen guten Skyline. Okay, mach mal. Aber schnell, bitte. Oh. Er möchte einen Riesen, und zwar T-Rex. General EFK. Ja, hier leben. Viel Leben hat eigentlich auch Panzerung, aber. Ja, dann braucht mir der Kopf. Genau. Na, Moneyborn, hast du noch was? Nicht mehr viel, ja? Hey, hör auf damit! Das ist wirklich effektiv und lästig! Ah, teleportier mich mal, du kleiner Spastel. Nur noch du und ich und meine Lange. Oh, T-Rex ist zerlegt worden. Wie gesagt, ne, hier hat man ein bisschen mehr Skylanders. Dafür kommt jetzt Hothead, der nächste Riese. Die haben zwar viel Leben, aber da alleine Hotspeak seine Panzerung ziemlich kaputt hat. Besiegt. Gut gemacht. Gut gemacht. Hey, alte Kante, komm mal raus da. Eon gerettet. Und alle Kisten haben wir. Und einen neuen Himmelstein, den Spellslamser. Juhu! Jetzt habe ich, Karten, die 10. Jetzt habe ich, glaube ich, Karten, die, glaube ich, allzu viel fehlen uns nicht mehr. Ja, uns fehlen nur noch 5. Ich hoffe mal, dass wir im Verlauf des Let's Plays, wo wir die Story nach und nach durchspielen, dann noch die restlichen Steine dann finden. Wird schon klappen. Mein Papa ist außerdem ein Entdecker. Weil mein Papa entdeckt gerne bei Skylander Sachen. Manchmal ist aber auch reiner Zufall. So, da sind wir wieder. Das war unser Ausflug ins Gespensterland. In diesem Sinne verabschieden sich Papa Frank und Christi. Christi und Hothead. Tschüss. Wartet mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns mal was. Was möchtet ihr sehen? Wen möchtet ihr sehen? Habt ihr Fragen? Habt ihr Probleme? Immer ran. Ihr findet uns auch auf der Wii U im Miiverse. Da sind wir unterwegs. Sucht einfach mal nach Castagir oder Papa Frank. Und könnt ihr da auch gerne fragen.